Hallo, einen Horst. Wunderschönen guten Tag, junge Frau. Hallo. Darf ich vorstellen, Frau Dr. Friederike Werner? Hallo. Wie darf ich dich vorstellen oder Sie? Ich heiße Ekaterina. Ekaterina, oh ja. Mein Gott, im Himmel, was für ein Name. Lang, du kannst mich auch Katja nennen. Die ich finde Ekaterina jetzt sehr schön. Ja, dann bleib bei Ekaterina. Ja, ne? Ja. Also wenn man schon so einen Namen hat, dann darf man damit auch ruhig kokettieren. Ganz kurz, bevor wir auf dieses Gemäldebild zu sprechen kommen, wo kommst du her? Ich komme aus Pulheim. Nee, hör auf. Doch. Bist du zu Fuß gekommen, ne? Nein, mit meiner neuen Vespa. Ehrlich? Ja, ich habe einen neuen Roller. Also jetzt werde ich ja ganz röhrig, so einen Namen und dann nur noch Roller fahren, mein lieber Herr Gesangsverein. Das sieht alles zusammen sehr gut aus. Das kann ich mir vorstellen. So, meine liebe Friederike, dann erklär mir doch erstmal, damit wir uns langsam diesem Kunstwerk nähern, was wird dargestellt? Das ist eine ganz virtuos gezeichnete Szene mit drei Personen. Eine lavierte Tuschzeichnung in Schwarz und Weiß, etwas mit Graphitstift gezeichnet und das Ganze auf einem Sepia-Papier. Deswegen wirkt das so schön plastisch und tiefgründig. Wir haben einen relativ kleinen Raum, der recht dunkel wirkt. Und da tritt als Hauptfigur eine Frau hervor, die etwas empört aussieht, eigentlich fast die ganze Höhe des Bildes einnimmt und mit einem Käfig, mit einem Papagei hereinspaziert in ein Zimmer von zwei Herren, ein Herrenzimmer, ein Büro vielleicht. Und die beiden waren vermutlich gerade dabei, sich ganz in Ruhe mal zu unterhalten, zurückzuziehen, wahrscheinlich kreativ zu sein. Einer sitzt am Tisch mit einer Menge Bücher und hat die Statue vermutlich einer Athena in der Hand und der andere springt irgendwie gerade auf von dem Stuhl, auf dem er sitzt. Und es ist eine Rückenfigur, sodass es für den Betrachter auch immer ganz interessant ist, als wäre man quasi mit im Bild oder unmittelbarer Zuschauer. Toll, ne? Hast du noch nie so gesehen, ne? Ekaterina. Ja, ich habe das ganz anders gesehen. Ja? Ekaterina hat schon recht, man kann es auf unterschiedliche Arten eben sehen. Dieser Zeichner hat also solche Momentaufnahmen so blitzschnell festgehalten, dass man es unterschiedlich interpretieren kann. Und man könnte fast vermuten, da müssen jetzt noch Sprechblasen rein. Wer hat es gemacht? Das ist Paul-René Reinicke, ist der Künstler, ursprünglich aus Weimar, dann Düsseldorf und dann ab den 1880er Jahren war er in München, wurde dort auch sesshaft und war nicht nur Maler, sondern eben Illustrator, wie wir sehen, vor allen Dingen Zeichner, und hat für die Fliegenden Blätter gearbeitet, eine ganz bekannte Jugendstilzeitschrift, und hat dort hunderte von Druckvorlagen geliefert. Und diese Zeitschrift hat humoristische Geschichten dann daraus gemacht und eben solche Blätter mit unterschiedlichen Texten dann versehen. Wann hat er das gemacht? Vermutlich kurz nach 1900 wird das entstanden sein. Da hat er eine Serie von solchen Bildern gemacht. Und wir können aber jetzt nicht genau einordnen, in welche Serie oder welche Geschichte es genau gehört oder ob es auch einzeln vielleicht als Motiv an diese Zeitung verkauft wurde. Meine Liebe, jetzt interessiert mich natürlich, wo hast du es her? Ich habe es auf dem Flohmarkt gekauft. Wie teuer war es? Bleibt das unter uns. Das war teuer. Ja? Ja. Da musste ich sogar hart verhandeln. Ja? Ja. Ich habe von 6 Euro auf 4 runtergehandelt. Mein Gott, dass du zu einem solchen Vermögen bereit bist, einfach wegzuschmeißen. Das ist unglaublich. Jetzt kommt eine der wichtigsten Fragen hierüber. Ist es ein Original? Ja, es ist ein Original. Es ist eine Originalzeichnung. Wow. Mhm. Zustand vom Bild selber? Zustand vom Bild ist, soweit ich es sehen kann, hervorragend. Es ist, wie gesagt, ein Original. Leider kann ich es an dieser Stelle nicht ausrahmen. Normalerweise schaut man sich das gesamte Papier an. Aber soweit es hier ist, ist es tipptopp in Ordnung. Ekaterina, jetzt hast du ein mittelschweres Vermögen, was natürlich niemand mitbekommen hat, investiert. Du möchtest mit einem größeren gehen. Wie viel hättest du gerne? Zwischen 400 und 800 Euro. Kann Friederike diesem Preiswunsch zustimmen? Bei dieser Zeichnung ist ein Preis von 300 bis 400 Euro realistisch. So, meine liebe Ekaterina, jetzt meine Frage an dich. Die Schätzung liegt im unteren Wert dessen, was du dir gewünscht hast. Wärst du bereit, für 300 bis 400 Euro zu verkaufen? Ja, ich wäre dazu bereit. Dann würde ich sagen, dann kann ich dir Kärtchen geben. Danke. Bitte schön. Da geht's rüber in den Händlerraum. Tschüss, Horst. Tschüss, Friederike. Wiedersehen. Tschüss. Der erste Eindruck des Bildes war sehr positiv. Kann Ekaterina mit ein wenig Verhandlungsgeschick ein Bietergefecht auslösen? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja, da haben Sie uns ja ein sehr schönes Aquarell mitgebracht von René Reinicke.
Ja, genau genommen ist das eine Tuschzeichnung. Tuschzeichnung. Von Paul René Reinicke. Mhm. Von einem Maler, Realisten aus dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Und da hat er so was Wunderbares produziert, auf einer kleinen Fläche, eine detailreiche, sehr emotionale Geschichte. Können Sie uns denn verraten, was genau dargestellt wird? Ganz genau weiß ich nicht, aber ich habe ein paar Vermutungen. Eine wäre, die Frau verlässt ihren Mann. Deswegen hat sie auch den Vogel. Das war gescheit. Na? Was hat denn die Expertin gesagt? Der Experte hat gesagt, dass das womöglich eine Illustration ist für eine Erzählung, für eine humoristische Erzählung aus der Zeitschrift Fliegende Blätter. Ah ja. Was? So, die andere Variante wäre, der eine Mann ist der Vater der Frau und möchte sie mit dem anderen verheiraten. Sie ist aber nicht einverstanden. Da muss aber viel Fantasie haben, wenn du das denkst. Ja, man läuft nicht einfach so mit einem Vogelkäfig im Zimmer rum. Und man guckt nicht so ins Objektiv, so entschieden und resolut. Ne? Zwei männliche Figuren stehen mit dem Rücken. Wir können ihre Emotionen anhand der Körperhaltung erahnen. Aber die Frau, die schaut genau dir gegenüber. Bist du Psychologin? Sie machen mir ein bisschen Angst jetzt. Bist du Psychologin? Hobby. Sie beobachtet ja. Gut. Ich habe ganz viele Stunden damit verbracht, dieses Bild mir anzuschauen, zu analysieren. Warum verkaufen Sie es dann? Weil ich möchte meine Freude mit jemandem teilen. Ah, okay. Ich okay. Möchte nicht alleine. Ich habe schon mich satt gesehen daran. Jetzt darf der Nächste dran. Ich bin aber schnell durch. Da bin ich ja ruckzuck satt bei dem ich Bild. Ich fange mit 120 Euro an. Ich sag 200. 220. 240. 300. 320. Ich gebe ein Gebot ab, und zwar 350 Euro. 400 Euro. 420. 450. 500 Euro. 520. Ich bin raus. 550. Was halten Sie von 550 Euro? Von Julian. Noch ein bisschen. Könnte es gehen? Ich bin raus. Aber vielleicht der Julian noch. Ich rund noch auf 600. Schlägt Ekaterina ein? Na gut. Na gut, da bin ich aber froh. Zwei, vier, 600 Euro. Vielen Dank, Julian. Ich danke Ihnen. Viel Spaß mit dem Bild. Ja, werde ich haben. Viel Spaß mit dem Geld. Ich bin hungrig drauf gucke. Ja, vielen Dank. Danke tschüss, auch. Engelchen. Und tschüss. 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 Danke. Also die Farbe des Kleides war eine Kampfansage, würde ich das mal nennen. Hast du das auch so empfunden? Das ist ein super schönes Aquarell. Also ich bin zufrieden. Und eine nette, charmante Verkäuferin. Definitiv. Ja, absolut. Es ist ganz toll für mich gelaufen. Die Händler waren sehr nett, waren sehr interessiert und haben den Preis von der Expertise weit überboten.